Da unter dem letzten Video ja so viele Kommentare und auch Fragen waren, habe ich gedacht, na, mache ich doch nochmal ein Update-Video zu diesem Arcade-Automaten. Denn man kann daraus nämlich noch viel, viel mehr machen als einfach nur ein Arcade-Automaten. Das Ganze ist nämlich gleichzeitig auch eine Multimedia-Konsole. Und das geht sowas von einfach, man glaubt es kaum. Und deswegen anschnallen, los geht's. Fangen wir mal hier hinten an, wie ich das jetzt gelöst habe. Wie ich das schon im letzten Video sagte, habe ich das Ganze jetzt einfach mit Kabelstrapsen festgemacht. Und naja, es muss jetzt einfach nur nicht rumfliegen. Aber so ist es zumindest schon mal so fest, dass es halt eben nicht rausfliegen kann. Ich habe die ganzen Kabel jetzt einfach mit Kabelstrapsen einfach jetzt hier zusammengebunden. Hier ist der Schalter für den Raspberry Pi. Ist hier dran auch die Platine, Soundplatine, die habe ich auch einfach mit dem Kabelstraps festgemacht. Mehr habe ich da gar nicht. Dann einmal das Gehäuse komplett geschlossen und die Kabel dann auch einfach mal hier einfach durchgebohrt, wie gesagt, und einfach einen Kabelstrops dran gemacht. Mehr habe ich da gar nicht. Diese Platinen, die USB-Platinen, die habe ich jetzt einfach hier so hängen lassen, weil die auch einfach nicht im Weg hängen. Da passiert soweit auch nichts. Das heißt, man kann das ganze Ding dann auch so transportieren. Wie gesagt, je nachdem, wo man das Ganze aufbauen will, könnte man das Ganze jetzt noch schließen, dann sieht man gar nichts. Oder wenn man es sehen will oder soll, dann hätte man das jetzt auch anders lösen können. Man hätte jetzt dieses Fach schließen können, hätte jetzt hier durchbohren können und die ganzen Kabel, sage ich mal, einfach hier unten verlegen können. Dann würde man praktisch jetzt nur diese Bauteile sehen. Sähe vielleicht auch ganz cool aus, wenn man das für sich irgendwie mit Plexiglas mal machen will oder so. Sagt der Freiheit sind ja da keine Grenzen gesetzt. So reicht es aber vollkommen. Das heißt, so wackelt da nichts rum. Alles ist irgendwie gut festgemacht. Nichts kann wackeln oder rütteln. Alles bombenfest. Und man kann so halt eben das Ganze auch transportieren, ohne dass man Panik haben will. Wie gesagt, wenn man das Ganze für ein Kinderzimmer machen will, dass die Kinder da nicht rumspielen, dann würde ich sowieso vorschlagen, dass man da einen ganzen Deckel hinten hinter vormacht. Und ich habe jetzt hier hinten hinter, so sieht das Gehäuse jetzt auch geschlossen aus. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach komplett den Bildschirm, wie ich das schon sagte, hinten die Platte drauf. Das heißt, so kommt man nicht dran. Und wenn man hier unten reinguckt, dann sieht man nicht wirklich den Monitor da unten drunter. Dann gab es noch eine Frage aus dem letzten Video auch, warum denn diese Buttons hier nicht angeschlossen sind. Da hatte ich auch schon zu geantwortet, die sind oder waren auch schon angeschlossen. Das Problem ist halt nur, wenn die Chinesen diese tollen Buttons produzieren oder zusammenbauen, was auch immer, und die Mikroschalter aus welchen Gründen auch immer einfach mal verkehrt rum einbauen, dann ist das laut Bebilderung zwar richtig, wie man den anschließt, Plus und Minus, aber es kann einfach mal sein, dass der im Werk aus Versehen vertauscht wird, steht auch in der Anleitung sogar drin, da muss man einfach nur Plus und Minus vertauschen und schon leuchtet dann der tolle Button. Sagt ihr hier, da sieht man, dass da leuchtet schon, der leuchtet noch nicht, den muss ich nur umtauschen. Aber es gilt auch für die anderen Buttons auch alle und dann kriegt man die auch alle am Leuchten dran. Bevor ich jetzt aber zu dem viel interessanteren Multimedia-Aspekt komme von dem Ganzen, nochmal ein kurzer Satz zu den Lautsprechern an sich. Die Visaton-Lautsprecher, die kosten 11 Euro und der Verstärker kostet 13 Euro. Das heißt, man hat für 24 Euro Preis-Leistungs-Verhältnis technisch gesehen einen mega Klang. Wie gesagt, kann ich auf der Kamera gar nicht abbilden, auch wenn ich das hier lauter drehe oder sonst was. Es ist Wahnsinn, was da jetzt ohne Gehäuse, also ohne Resonanzraum, schon für einen super geiler, klarer Klang rauskommt. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, ich werde da aus diesem Projekt im Laufe des Jahres nochmal, wie gesagt, vielleicht sogar als nächstes, weiß ich noch nicht, nochmal so ein Boombox-Projekt mitmachen. Da warten ja auch schon einige drauf. Ist auf jeden Fall obergenial. Wie gesagt, für den Preis ein absoluter Witz, was man da an jetzt schon mit offen, also mit gar keinem Gehäuse, gar keinem Resonanzraum an geiler Soundqualität rausholen kann. Muss ich mir nochmal irgendwie noch mal ein bisschen zusammengoogeln, was man da von Gehäuse braucht. Wie gesagt, auch fürs Boombox-Projekt. Also, wenn man da noch ein Gehäuse drum baut, dann wird es nochmal gigantisch besser. So, jetzt kommen wir mal zu dem ganz wichtigen Aspekt oder dem ganz interessanten. Wenn man das Ganze für ein Kinderzimmer oder für ein Man Cave bauen will, dann kann man das Ganze nämlich noch als Multimedia-Konsole missbrauchen oder nutzen. RetroPie basiert ja auf einem kompletten Linux, ist aber eher so eine abgespeckte Version. Und wenn man in die RetroPie WLAN aktiviert hat, dann kann man auch Sachen nachinstallieren und auch ein vollwertiges Linux nutzen. Und dann kann man sich nämlich das Pixel Desktop Environment installieren. Das hat nichts mit dem Google Pixel zu tun, sondern ist einfach nur halt eben von Linux nochmal so eine Geschichte. Und dann ist das auch hier in der Konsole schon oder in dem RetroPie Menü ist das auch schon mit drin. Dann kann man das Ganze auch von hier aus auswählen. Und wenn ich dann jetzt das starte,
dann startet auch automatisch der Desktop. So. Dann kann ich das Ganze auch wieder mit meiner Tastatur, fernbedienen. Und zwar kann man nämlich hier ganz einfach den Browser auswählen. Und den kann ich auch komplett vollwertig, vollwertig nutzen. Und kann das Ganze dann auch als, was ich, entweder YouTube-Player für Musik nutzen. Ich kann damit Netflix streamen. Ich kann da sonstiges mitmachen. Ich muss nur mal eben den Sound wegmachen, sonst kommen wir wieder diese böse GEMA. Ja, und jetzt kann ich das Ganze auch auf Vollbild stellen. So, zack. Und wie gesagt, wenn ihr das Ganze jetzt in einem Kinderzimmer oder in, was auch immer, in so Main Cave hat, könnt ihr das als Videoplayer, auf jeden Fall nutzen. Und das Ganze, wie gesagt, in super Sound und Bildqualität. Wie gesagt, sieht auf der Kamera jetzt hier mega beschissen aus, weil ich jetzt hier auch gerade noch eine Videoleuchte noch drauf habe, damit man überhaupt was sieht. Aber da geht auf jeden Fall so einiges. Sehr genial, gerade für Kinderzimmer, wenn man nicht will, dass die Kinder sich irgendwas angucken, was sie nicht sollen, dann kann man die Tastatur einfach mitnehmen, kann einen Film anmachen oder, wie gesagt, wenn man halt eben das Ganze in so einem Man Cave nutzen kann oder will, dann kann man das Ganze als Music Player, als Streaming Box, whatever nutzen. Mega geil. So, damit kann man auch ganz einfach rausgehen aus dem Ganzen, wenn man das Ganze wieder beenden will. Bei den Ausschnitten seht ihr selber, ich komme jetzt nicht ganz immer an die Ränder ran, ist aber nicht ganz so wild, weil das Ganze auch einstellbar ist. So, zack. Ebenso kann man ja, oder hatte ich im letzten Video ja schon gesagt, dass man auch dieses Last Plate kann man auch aktivieren. Und dann sieht man auch, dass der Desktop hier auch als letztes angezeigt worden ist. Das heißt, den kann man auch von hier aus auswählen. Man kann den auch über F4 auswählen. Wie gesagt, super, nicht super kompliziert. Ein paar Links dazu, wie man das Ganze aktiviert, schreibe ich auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und jetzt wollen wir doch nochmal eine Runde Mario Kart einfach mal zocken. Damit wir, einige hatten ja gesagt, ich soll ja mal eine Runde spielen. Ich weiß nicht, ob das optisch so gut ankommt, das Ganze. Jetzt muss ich mal gucken, wie das ausschaut auf Video. Das Sound habe ich jetzt extra leise gemacht, damit mir nicht die böse GEMA-Sperre da reinkommt. Wie gesagt, ich bin immer noch begeistert von dem mega geilen Sound. Das ist auf jeden Fall super geil, das Ganze. Auf jeden Fall macht das schon richtig mega viel Spaß. Wo muss ich denn hin? So. Let's go! Ja. Auf jeden Fall auch mit zwei Spielern. Das ist unfassbar, wie geil Spaß das Ganze macht. Also wir haben da schon stundenlang Super Mario gegeneinander gezockt. Und wie gesagt, Super Mario ist nur ein Spiel von 12.000 Spielen, die man machen kann. Aber es ist auf jeden Fall schon Hölle geil, was da geht. Gerade wenn man so diese alten Konsolen schon zu Hause hatte oder damit selber gezockt hatte, dann macht das natürlich noch umso mehr Bock mit dem Ganzen. Gerade wie gesagt, für Partys oder sonst was, da ist das natürlich schon sehr geil geeignet, das Ganze. Ich habe jetzt auch nur die 50 Kubik Variante. Wir fahren ja heute mal Simson, damit es auch schön langsam ist. Bei 150 Kubik, da bin ich auch noch überfordert nur mit, aber ich muss erst mal wieder einzocken. Ich sag, das letzte Mal, dass ich Mario Kart gezockt habe, ist auch schon, ich weiß gar nicht, wann ich meine N64 Konsole gekauft hatte. Ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Und jetzt bin ich auch, ich bin Erster. Sollen wir jetzt mal überholen lassen, die Jungs? Komm, gib mal Gas hier. So. No. Sagt, und von der Pixelgrafik her geht es eigentlich sogar. Stört noch nicht mal großartig irgendwie, finde ich. Also zumindest N64 ist super gut und Super Mario Land für Super NES ist auch, wie man es halt von früher erkennt, total genial gemacht. Kann ich euch ja eben auch nochmal zeigen. Neben Super Mario World wollte ich mir auch noch Super Mario War noch installieren. Das kann man sich nämlich auch runterladen. Ich weiß gar nicht, ob das illegal ist. Ich meine, das wäre irgendwie so ein Fanprojekt oder so. Wenn es einer weiß, dann schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich habe keine Ahnung. Die Grafik geht völlig in Ordnung.
Ja. Aber es macht auf jeden Fall schon Spaß, auch wenn es halt eben jetzt so oldschool pixelig ist, aber ich finde es gar nicht mal so schlimm. Zumindest wenn man jetzt hier vorsitzt, dann ist es völlig okay, dass man sich das hier so mal pixelig gibt, das Ganze. Ich glaube, extra Leben nehmen wir auch noch mit. Ich renne jetzt auch nur einmal hier durch, damit ihr seht, wie das Ganze pixelig aussieht oder nicht pixelig oder spielbar, unspielbar. Wie gesagt, das sind ja halt nur zwei Spiele oder zwei Möglichkeiten von vielen, die man sich hier antun kann. Auf jeden Fall ist der Spielvirus wieder sehr groß geworden bei dem Ganzen. Macht auf jeden Fall schon Bock. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das Ganze eigentlich viel, viel mehr als einfach nur eine Spielekonsole, sondern das Ganze ist so ultimativ und fast unbegrenzte Möglichkeiten, wie man das Ganze einsetzen kann. Wie gesagt, man sollte sich halt eben vorher Gedanken machen, wofür will man es bauen, wo will man es hinstellen, wie will man es nutzen. Ich habe euch jetzt mal so ein paar Möglichkeiten gezeigt. Multimedia Center, Spielekonsole, Musikbox, was auch immer. Die Möglichkeiten sind da wirklich, finde ich, sehr, sehr, sehr vielfältig. Und die Einsatzmöglichkeiten auch. Und Spaß macht das Ganze sowieso. Und nicht nur eine Stunde, sondern hunderte Stunden auf jeden Fall. Und ja, damit wäre ich jetzt mit diesem Projekt auch endlich durch. Ich hoffe, ich konnte jetzt auch die anderen letztendlichen Fragen nochmal klären. Da habe ich gedacht, ich mache da nochmal so ein Update zu, damit man nochmal so ein bisschen mehr zeigen kann. Und für die Leute, die vorher schon interessiert waren, für die dürfte es wahrscheinlich jetzt sehr interessant gewesen sein, das Ganze nochmal zu sehen, zumindest was man diesen Zusatznutzen alles nochmal kann. Wie gesagt, das ist auch nur so ein kleiner Ausschnitt. Man kann also noch viele andere Ports noch anschließen, das Ganze noch erheblich weiter nutzen. Wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Einblick. Aber ich fand, das sind schon mal die interessantesten Projekte, die man damit machen kann. Und wie gesagt, das Boombox-Projekt, das brauche ich auf jeden Fall. Wie gesagt, 24 Euro ist ja albern. Wenn man sich da noch, ich suche mir da noch einen passenden Subwoofer nochmal raus und dann bauen wir uns da an der Tischkreissäge nochmal so eine richtig coole Boombox mit, ich schätze mal wahrscheinlich Bluetooth oder so, dass wir so das Handy das Ganze laufen oder streamen lassen können. Das wird wahrscheinlich auch nochmal eine richtig geile Geschichte. Ja. Alles andere kennt ihr. Links findet ihr in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Sehen wir uns dann schon wieder. Und wir sagen und tschüss.